ERF Plus. Gib alles, nur nicht auf. Gute Impulse, wie das Leben sinnvoll gelingen kann. Hallo und herzlich willkommen zu Gib alles, nur nicht auf. Mein Name ist Andy Weiß und ich sammle Gedanken, Geschichten und Interviews, die ich gerne mit Ihnen teilen will. Schön, dass Sie da sind. Seit einigen Jahren besuche ich immer wieder meine Freunde im Wittekenshof, einer Wohngruppe für geistig und körperlich behinderte Menschen in der Nähe von Bielefeld. Vor einigen Jahren habe ich hier im hohen Norden schon einmal ein Konzert gespielt. Thomas, der Hausleiter, und ich waren bereits die letzten Stunden in den verschiedenen Einrichtungen unterwegs. Im Haus werde ich von einem charmant lächelnden Herrn im schwarzen Anzug und Fliege empfangen. Ihm fällt das Sprechen schwer. Ich verstehe nicht alles, was er sagt, aber seine Augen, die leuchten. Er geht heute Abend zu einem Konzert, erzählt er mir stolz. Deshalb hat er sich schick gemacht. Klasse, sage ich. Na, dann sehen wir uns ja dort. Er freut sich. Gemeinsam treten wir vor das Haus. Gleich kommen die Bewohner von ihren Werkstätten zurück. Ächzend hält der Bus an der Haltestelle. Ich werde umarmt, geküsst und herzlich begrüßt. Jeder möchte an meine Hand gehen. Und so sind wir ein lustig drolliges Menschenknäuel, das sich nun auf das Haus zubewegt. 2 Jahre haben wir uns nicht gesehen. Mir kommt es vor, als wäre es gestern gewesen. Wolfgang, ein kleiner, feiner, alter Kerl, zerrt mich am Arm. Komm, schnaubt er und zieht mich in sein Zimmer. Natürlich werde ich mir wieder jedes Zimmer einzeln anschauen. Wolfgangs Zimmer ist als erstes dran. Schau, er zeigt auf sein Keyboard, nimmt seine Gitarre, er greift einen Fantasieakkord, er schlägt in die Saiten, er lacht. Jetzt du, sagt er. Ich spiele auch einen Akkord, der genauso schief klingt wie der von Wolfgang. Er lacht. Schau, sagt er und deutet auf Fotos seiner Freunde, auf Bilder, auf seine Urkunden. 25 Jahre wohnt er nun hier. Da stürzt plötzlich Christoph aus seinem Zimmer. In der Eile hat er vergessen, seine Hose hochzuziehen. Er nimmt mich an der Hand und zeigt mir sein Reich. Wie schön, wie liebevoll und persönlich hier jeder seine eigenen 4 Wände eingerichtet hat. Wunderbar. Klaus, ein anderer Bewohner, ruft: Los, Andi Mainz, mein Zimmer möchte ich dir auch zeigen. Dort stehen schon Kartons zum Umzug bereit. Das kommt weg und das kommt weg und nö, das bleibt, das gehört mir nicht. Er zeigt auf die Dinge, die alle noch verpackt und verstaut werden müssen. Klaus wird in den nächsten Tagen in eine eigene Wohnung ziehen. Darauf freut er sich schon. Dann musst du mich besuchen kommen, sagt er. Ich gebe ihm mein Versprechen. Einige Monate später stehe ich mit Kuchen vor seiner neuen Wohnung. Stolz öffnet er mir seine Tür und zeigt mir sein neues Zuhause. Dann sitzen wir in der Küche, trinken Kaffee und essen Kuchen. Während des Gesprächs fällt mein Blick auf den großen Wandkalender mit einer Monatsübersicht. Der gesamte Kalendermonat ist leer, nur ein einziger Eintrag, der Tag meines Besuchs. In den Kalender hat Klaus meinen Namen geschrieben, Andi Weiß steht da. Und daneben, neben meinem Namen, hat er eine Sonne gemalt. Das hat mich berührt. Gibt es denn etwas Schöneres, als für einen anderen Menschen da zu sein? Kennen Sie schon Ihren Klaus Meier? Wenn nicht, dann wird es Zeit, dass Sie sich auf die Suche nach ihm machen. Ich kann Ihnen versprechen, Sie stehen bei Ihrem Klaus Meier schon lange im Kalender. Und Ihr Klaus Meier wartet schon so lange darauf, dass Sie ihn besuchen kommen. In seinem Buch »Und Gott schweigt« lässt Edwin Dwinger einen Bauern die Antwort auf diese Frage geben. Wie soll Gott sprechen, wenn die Menschen schweigen? Und Heinrich Böll schreibt: Ich frage mich, wie ist es möglich, dass 800 Millionen Christen diese Welt so wenig zu verändern vermögen? Unsere Welt müsste doch eine sein, in der es keine Angst mehr geben muss vor Hunger und Krieg und auch nicht vor Lebensumständen, die machen, dass Menschen sich in Notlagen wiederfinden. Sie bekommen keinen Besuch? Na, dann besuchen Sie jemand. Sie bekommen keine Geschenke? Na, dann verschenken Sie sich. Sie haben das Gefühl, dass niemand Sie liebt? Dann gehen Sie los und lieben Sie. Gerne unterstütze ich Sie auch persönlich, diese Gedanken direkt in Ihrem Alltag umzusetzen. Mehr Infos zu meiner Musik und meinem Beratungsangebot finden Sie unter andi-weiß.de. Bleiben Sie gesund, auch im Herzen. Ihr Andi Weiß. ERF Plus. Gutes im Radio.